jenseits des ganz normalen Wahnsinns, der etwa beim Silberpreis heute wieder zum Vorschein kommt an den Märkten, ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel los im Vorfeld der Zahlen von Microsoft und Tesla. Das gilt zumindest für die Aktienmärkte. Aber eins ist auffällig im Juli, nämlich, dass Insider sehr, sehr stark verkauft haben. Insider, das sind Firmenmitglieder in leitender Position, Finanzchefs, CEOs, die praktisch genau wissen, was in ihrem Unternehmen läuft. Und diese Insider, die hatten im März, als der Markt den Boden erreicht hatte, massiv dazugekauft. Jetzt verkaufen sie. Die Frage ist, wissen diese Herrschaften mehr? Haben die Zahlen vorliegen, die zeigen, dass die Geschäftsentwicklung vielleicht doch nicht so toll ist, wie die Märkte sie inzwischen eingepreist haben mit diesem massiven V? Wir werden sehen. Es ist eine offene Frage, aber schauen wir uns mal hier diese Statistik an, die das belegte, dass die Käufer aus dem März vorwiegend jetzt Verkäufer im Juli sind, zumindest die Firmeninsider. NetAlliance zeigt hier, dass das Verhältnis von Käufern zu Verkäufen bei 5:1 liegt, also fünfmal mehr verkaufen ihre Aktien, als sie kaufen. Und das gab es in den letzten drei Jahrzehnten nicht allzu oft, nämlich zweimal, um genau zu sein. Und beides Mal war es nicht so ein super gutes Vorzeichen für die Aktienmärkte, die ohnehin dazu tendieren, gegen Ende Juli saisonal ein bisschen schwächer zu werden. In den letzten Jahren war auch der August immer ein bisschen schwierig. Der September war es zumal sowieso. Das ist eigentlich der schwierigste Börsenmonat. Und dann geht es ja meistens Oktober wieder nach oben, bis Dezember dann zunächst mal Weihnachtsrally, und die Aktienmärkte steigen also an praktisch 12 Monaten, mit Ausnahme Ende Juli, August, September. Vielleicht ein Vorzeichen jetzt, dass zumindest kurzfristig eine Korrektur kommen könnte, aber das werden die Zahlen eben erstmal zeigen müssen von diesen Schwergewichten wie Microsoft und Tesla. Gestern hatten wir ja gute Zahlen von Texas Instruments. Altes Spiel, nimmst du die Prognosen so weit runter, dann kommst du über diese Prognosen, die Aktie zunächst mal positiv reagiert, aber dann doch mehr oder weniger ein Teil der Gewinne wieder abgegeben. Wir sehen, dass vor allem im Tech-Sektor die Euphorie bei den Privatinvestoren immens groß ist. Google Trends, Tech-Stocks als Suchwort, und wir sehen, das ist massiv nach oben geschossen. Die sind ja auch super günstig. Ich hatte kürzlich das Beispiel von Amazon gebracht, wo 50 Milliarden innerhalb von 10 Minuten an Marktkapitalisierung verloren wurde, nachdem am Vortag 116 Milliarden hinzugewonnen wurde. Und das in Relation zu dem Umsatz von Amazon 280 Milliarden, von der Gewinn 11 Milliarden. Also da werden in wenigen Minuten Summen bewegt, die ein Vielfaches dessen sind, was zumindest der Gewinn eines Unternehmens ist. Und das gilt ja für so viele Bereiche. Tesla ist ein sehr schönes Beispiel dazu. Da werde ich gleich noch weiteres dazu erzählen. Und wir sehen hier in dieser Statistik, dass es eben letztendlich seit Beginn des Jahres einzig und allein die ganz großen Aktien waren, die den Markt überhaupt bewegt haben, nach oben bewegt haben. Die sind nämlich um 35% gestiegen, während die anderen Aktien, also praktisch die 495 anderen Aktien im S&P 500, sogar verloren haben. Die wären etwa 12-13% im Minus ohne diese, oder wären die Indizes im Minus ohne diese großen Aktien. Und jetzt muss sich eben zeigen, ob diese großen Aktien wirklich die Versprechen halten, die sie gegeben haben oder die eingepreist sind in den Kursen. Also die Microsofts, die Amazons, die Apples, die Googles und. Das sind also jetzt die entscheidenden, Facebook, die entscheidenden Fragen, die sich stellen. Wenn wir uns mal den Nasdaq 100 anschauen, dann sind eben diese 5 Unternehmen oder diese insgesamt 8 Unternehmen, wenn man Facebook, Alphabet, A und B Aktie dazu rechnet, dazu noch Tesla, natürlich Apple, Microsoft und Amazon, wenn man die einrechnete, dann machen die 49% des gesamten Nasdaq 100 aus. Also da kann man schon sehen, an Marktkapitalisierung, da kann man schon sehen, was die Zahlen dieser Unternehmen hier dann wirklich bewegen werden. Das ist also das alles entscheidende Thema. Dementsprechend eben auch die Aktienmärkte heute so ein bisschen ratlos. Wo sollen wir hin? Rauf, runter? Wir wissen jetzt nicht, also machen wir am besten erst einmal gar nichts, solange wir die Zahlen nicht kennen. Interessant wird heute Tesla. Und ich würde vieles darauf wetten, dass Tesla einen Gewinn für das zweite Quartal ausweisen wird. Wir kennen die kreative Buchführung bei Tesla, da wird vieles gerne mal am Ende
des Quartals noch reingebucht, damit die Zahlen dann besonders hübsch aussehen. Und für Elon Musk, den Tesla-Chef, geht es jetzt um viel, denn wenn er 4 Quartale hintereinander einen Gewinn ausweist, das wäre der Fall, wenn dieses Quartal, das 2. Quartal, positiv wäre, dann hatte Tesla sehr gute Chancen, in den S&P 500 aufzunehmen. Ich hatte dazu mal ein Video auch gemacht zu Tesla, nicht allzu lange her. Und das würde eben bedeuten, dass viele institutionelle Investoren dann die Tesla-Aktie kaufen müssten, direkt oder indirekt, indirekt über ETFs, weil Tesla eben dann Bestandteil des S&P 500 wäre, der von vielen ETFs abgebildet wird. Und wie man hier vorgeht, zeigen hier neue Studien oder zeigt vor allem China, wo Tesla jetzt offenkundig zum Quartalsende hin massive Rabatte auf die Model 3 Autos gegeben hat, um eben die Stückzahl an den Mann zu bringen, um dann dem Markt zeigen zu können, guckst du, was wir toll an Autos verkaufen, dass das Ganze auf Kosten der Marge geht. Egal, es geht für Elon Musk jetzt darum, hier zu zeigen, dass man die wunderbare Erfolgsgeschichte fortschreibt. Wir werden um 22.10 Uhr, da zumindest die offizielle Verlautbarung der Tesla-Zahlen, werden wir die auf Finanzmarktwelt bringen. Schauen Sie da mal rein. Bei Tesla ist es oft so wie bei Donald Trump. Es kommt viel später als geplant. Aber seien wir mal gespannt, ob Sie pünktlich sind. Es ist meistens ein Zeichen, je später die Zahlen kommen, umso schlechter sind sie. Also wenn die Verspätung groß ist, dann ist es meistens so, dass die Zahlen schlecht sind. Wenn die Zahlen pünktlich kommen, dann hat Elon Musk es eilig, diese Zahlen auch zu veröffentlichen. Kommen wir to something completely different. Kommen wir zu dem freundschaftlichen Verhältnis zwischen den USA und China. Da hat jetzt die USA hier China angewiesen, die Botschaft in Houston, immerhin die viertgrößte Stadt der USA, innerhalb von 72 Stunden zu schließen und die Mitarbeiter zu repatriieren nach China, weil man sagt, ja, da passiert doch Spionage und die Amerikaner haben vor allem Angst in Sachen Vaccine, also in Sachen Impfstoffe gegen das Coronavirus. Das ist ja indirekt so ein bisschen ein Wettlauf wie damals zum Mond, Amerikaner gegen Russen. Wer ist zuerst da? Ein unglaublich wichtiger symbolischer Erfolg wäre das, wenn man hier in der Lage wäre, diesen Impfstoff zu entwickeln. Es gibt ja immer mehr Aussagen von Leuten, die sagen, ja, kommt im Herbst, kommt im Frühling spätestens. Deswegen interessieren die Märkte die Corona-Zahlen derzeit nicht mehr so, weil man das irgendwie schon eingepreist hat, irgendwie schon inkludiert hat und sich sagt, ja, ist doch egal, kommt der Impfstoff, haben wir das Problem erledigt. Jenseits der Tatsache, dass die Menschheit bisher es noch nie geschafft hat, einen Impfstoff gegen ein Coronavirus zu entwickeln. Aber solche Rationalitäten interessieren nicht. Jedenfalls hat dann China angedroht, dann werden wir die US-Botschaft in Wuhan schließen. Es ist also eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China. Und die Amerikaner müssen sich jetzt was überlegen. Ende Juli läuft ja die segensreichen 600 Dollar Prämien für arbeitslose Amerikaner aus. Mehr als die Hälfte der Amerikaner, die arbeitslos sind, verdienen mehr als vorher. Ist eine ziemlich schicke Situation. Ich habe gestern jemanden getroffen, bei dem das ähnlich ist. Der lebt hier in Hamburg und sagt, also ich verdiene jetzt mehr, als ich vorher verdient habe, mit diesen ganzen Zuschüssen für Journalisten etc. Ein Journalist war das, dem jetzt praktisch die Basis weggebrochen ist, aber er kriegt eben Gelder und so ist das in Amerika auch, aber das endet jetzt eben 31. Juli und jetzt ist die Situation aber die, dass natürlich im Vorfeld der Wahlen die eine Partei der anderen nichts gönnt und die ganze Geschichte jetzt schwierig werden könnte, zumal die Republikaner selbst wohl sehr gespalten sind über diese Frage. Hier Politico mit Aussagen von Insidern, die sagen, also bis Ende Juli wird die Chance bei null sein, bis Mitte Juli vielleicht bei 40%, aber dann haben wir die Sommerpause auch der Parlamentarier, also das wird eine enge Geschichte, das ist wichtig für die Märkte, denn wenn hier die Gelder ausbleiben, dann sinkt auch die Stimmung der amerikanischen Bevölkerung, die bisher ja ziemlich gut lebt, in der Corona-Krise. Zweites Wahnsinnsthema heute, wo ein bisschen Action ist, zumindest ist der Silberpreis. Wir sind heute auf den höchsten Stand seit 2013, November 2013 gestoßen. Und ziemlich genau auf dieses Hoch gekommen, das wir im November 2013 gesehen hatten. Ich hatte heute Morgen ein Video zu den Gründen gemacht. Einer davon ist sicherlich, dass eben grüne Technologie jetzt gepusht werden soll seitens Bidens, aber vor allem seitens der EU. Und in grüner Technologie ist oft eben Silber, zum Beispiel in Solarmodulen, enthalten. Das ist zumindest ein Grund dafür, eine Begründung dafür, aber Kurse machen ja Nachrichten und nicht andersrum, wie wir wissen. Wir sehen, dass Silber jetzt immens stark gewonnen hat in den letzten Tagen. Wir sind jetzt
über 26% im Plus. Und das ging sehr, sehr schnell. Damit Silber sogar besser als der Nasdaq 100, gell? Also das ist schon mal eine Leistung. Kommen wir nach Germany, kommen wir zu Wirecard. Da hat man jetzt festgestellt, wohl, wie das Handelsblatt hier berichtet, aufgrund eines Whistleblowers, der gesagt hat, ja, wir haben bei Wirecard seit 2015 schon rote Zahlen geschrieben. Deswegen haben wir uns da in Asien ein bisschen kreative Buchhaltung einfallen lassen, gell? Vielleicht könnte Elon Musk sich da mal ein bisschen hier ein Vorbild nehmen, mal ein paar Insider-Infos bekommen, wie man so ein paar Geschichten kreativ hier mal verpackt, bilanziell. Jedenfalls heute wieder Festnahmen. Markus Braun ist wieder festgenommen worden, andere sind festgenommen worden. Und apropos Deutschland, wir haben ja diesen großartigen Erfolg hier bei der EU gehabt. Man hat sich auf diesen Rettungsfonds einigen können. Und wer zahlt's? Mir zahlen es, nämlich die Deutschen. Denn diejenigen, die gesagt haben, nö, wollen wir so nicht, die sparsamen Vier, die Frugal Four, wie die Amerikaner sagen, oder die Angelsachsen, die haben sich das nett bezahlen lassen, indem nämlich ihre Beitragszahlungen rabattiert wurden. Und wo die einen weniger bezahlen, müssen die anderen mehr bezahlen. Und das sind die Deutschen vor allem. Naja, also man kann sich manche Dinge auch erkaufen. Kommen wir zu die Charts, meine Damen und Herren. Schauen wir da mal rein. Ja, wo ist er denn? Ich schaue mal, ob ich den hier gerade aktivieren kann. Das ist manchmal hier ein Problem der Internetleitung in diesem Studio. Ich bin aber in der Lage, das jetzt hier wieder ganz, ganz schnell herzustellen. Und wir sehen zunächst mal eine intakte Seitwärtsbewegung beim DAX. Da tut sich nicht viel, 13.111. Also das ist wirklich ein fader Tag hier in den Charts von Capital.com. Ein fader Tag für den DAX. Der hat sich überhaupt nicht bewegt. Das ist jetzt so eine Zone, wo die Entscheidung bald fallen wird. Wohin geht es? Schauen wir uns mal den Nasdaq an, der jetzt im Fokus sein wird. 10.830, also hier auch so eine etwas unentschlossene Tendenz. Wir hatten den massiven Anstieg, dann den Abverkauf oder leichten Abverkauf, jetzt diese volatile Seitwärtsbewegung. Interessanter da eben schon das, was an den Märkten passiert, zum Beispiel Euro-Dollar, heute zwischenzeitlich über die 1,16er-Marke gestiegen, auch schon lange nicht mehr gesehen, diese Marke. Wir haben Silber, das hier im Stundenchart über 23 Dollar kurzfristig mal gestiegen ist. Also das sind so ein paar Highlights, die hier durchaus interessant sind. Und Öl, naja, was soll man dazu sagen, da tut sich auch nicht wahnsinnig viel. Also, wir warten jetzt auf die Zahlen, meine Damen und Herren. Das wird eine spannende Geschichte. Wir werden sie Ihnen zur Darstellung bringen um 22.10 Uhr oder ab 22.10 Uhr. Schauen Sie da mal rein. Ansonsten wünsche ich das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.